Wir schauen zunächst auf den HFC, heute gegen den VfB Lübeck, Siebter der Tabelle. Der HFC ist seit 3 Spielen ohne Sieg hinter Chemnitz auf Rang 4 zurückgefallen. Und trotzdem bleibt Trainer Sven Köhler ruhig, weil er viel Potenzial in der Mannschaft hat. Das betrifft vor allem den 19-jährigen Toni Lindenhahn. Der kam für Nico Kanitz, avancierte zum Spieler des Tages. Kann er den Kapitän verdrängen, Hendrik Backhus? Nicht Lindenhahn oder Kanitz, Lindenhahn und Kanitz heißt heute die Devise. Trainer Sven Köhler lässt beide spielen. Auf die Bank muss dafür erstmal Markus Müller. Gut 2000 Zuschauer und die warten seit 180 Minuten auf einen Heimtreffer des HFC. Der Tabellenvierte in Weiß-Rot von links nach rechts, es laufen die ersten Minuten. Thomas Neubert, Nico Kanitz, ein erster zaghafter Versuch nach 2 Minuten. Kanitz heute wie gewohnt über links, David zentral, Toni Lindenhahn kommt über rechts. Sven Köhler, der HFC-Trainer, hat Gegner Lübeck beim 0:1 gegen Meuselwitz beobachtet. Viel Angsteinflößendes bekam er dort nicht zu sehen. Halle weiter das aktivere Team. Schöner Doppelpass jetzt zwischen David und Lindenhahn. David, Nico Kanitz, 1:0, 13. Minute. Der Kapitän nach seiner Auswechslung zur Halbzeit in Hannover heute mit der passenden Antwort. Saisontreffer Nummer 8 und das per Kopf, eine Seltenheit. Wunderbar getimt, aber auch die Flanke von Pavel David. Nach 193 torlosen Minuten trifft Halle endlich wieder zu Hause. Die Reaktion von Lübecks Trainer Peter Schubert. Trotz zuletzt 4 Niederlagen in Folge hat er gerade seinen Vertrag bis 2013 verlängert. Sein Team wirkt heute auch erstmal verunsichert, muss natürlich jetzt was tun. Jakob Sachs, Bastian Hennig behauptet hier das Leder mit Übersicht. Nils Lange, 20. Minute, erste Gästechance. Halle-Keeper Darko Horvath nicht wirklich mit Problemen. Er überlegt ja noch eine Saison dran zu hängen. Sven Köhler, letzte Woche musste er seine Mannschaft zur Halbzeit lautstark wachrütteln. Heute reagiert erstmal die gewohnte Ruhe an der Seitenlinie. Wirklich Aufregendes gibt es auch inzwischen nicht mehr zu sehen. Die Gäste bemüht, Rolf, Martin, Landel, ja so sieht das jetzt über weite Strecken aus. Peter Schubert, immerhin gab es für die Gäste auswärts schon 3 Siege, heute aber erstickt bisher vieles im Ansatz. Die letzte Szene vor der Halbzeit, noch einmal Ecke, VfB Lübeck. Bastian Hennig völlig frei, aber genau in die Arme von Darko Horvath. So bleibt es beim 1:0 zur Pause. Der HFC hat gut angefangen, dann aber stark nachgelassen. Das gilt im Übrigen auch für Toni Lindenhahn. Der 19-jährige Hoffnungsträger wirkt bisher etwas übermotiviert. Die zweite Hälfte, beide Teams unverändert. Und der HFC kommt erkennbar tatkräftig aus der Kabine. Nico Kanitz, der Pass im richtigen Moment. Ronny Hebestreit ganz allein vor Semgun. Noch einmal Neubert, Chance vorbei. Ronny Hebestreit, der kann sich die Ecke in aller Ruhe aussuchen, aber er entscheidet sich für die Hau-drauf-Variante. Die falsche Entscheidung, 47. Minute. Trotzdem, Halle in der Folgezeit klar überlegen. Fast alles spielt sich in der Gästehälfte ab. Pavel David, Steve Finke. Was für ein Pfund. Gegen Magdeburg traf er aus ähnlicher Distanz. Heute verhindert das Lattenkreuz ein mögliches 2:0. Nach 64 Minuten dann Wechsel beim HFC. Markus Müller kommt für den glücklosen Thomas Neubert. Und dieser Wechsel von Sven Köhler, der sollte so einiges nach sich ziehen. Knapp 10 Minuten später, Freistoß Halle, ein Fall für Pavel David. Benesch mit dem Hinterkopf, Markus Müller steht richtig. 2:0, 72. Minute. Markus Müller zuerst nur auf der Bank und jetzt vielleicht mit der Vorentscheidung sein zweiter Saisontreffer. Endlich steht der Torjäger mal genau richtig. Noch knapp 10 Minuten, wieder die Gastgeber, wieder ein Standard. Nico Kanitz, Ronny Hebestreit, Markus Müller das 3:0. 83. Minute, Markus Müller wird hier in kürzester Zeit zum Matchwinner für Halle. Den Bankfrust optimal umgewandelt. So machen Wechsel Sinn und Spaß. Die Schlussphase. Die Gäste aus Lübeck jetzt natürlich restlos bedient. Foul hier an Nico Kanitz. Doch es geht weiter. Vorteil der HFC mit dem eingewechselten Aydemir.
Und Lübecks Nils Lange schlägt hier den Ball einfach mal Richtung Fankurve. Und das hat Folgen. Gelb-Rot nach 85 Minuten. Es läuft die letzte Minute und für den HFC läuft jetzt natürlich alles spielend. Ronny Hebelstreit, der wird überhaupt gar nicht mehr angegriffen. Wartet mit dem Pass auf Adli Latschep, der Verteidiger, der darf auch mal mit nach vorne. Hat Zeit und den Blick für Markus Müller, das 4:0. 90. Minute, ein Hattrick für den Hallenser Stürmer und das bei einer Spielzeit von rund 25 Minuten. Sensationell. 4:0. Der Endstand. Der HFC tut auch was fürs Torverhältnis und Ingo Hane hat den Helm.